Guten Tag, herzlich willkommen und moin moin. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Runde Trop. Das entschiedene Angreifen des Palasts ist die Meteor-Flüchtlingskrise zu Ende. Alle Bürger werden aufgefordert, El Presidente umgehend persönliche Dankschreiben zu schicken. Ja, weiß man Bescheid, ne? So. 41.000 Miese. Also es kommt immer noch Geld rein, ne? Wir sind jetzt noch nicht... In den Straßentropikos ist ein neuer Sport namens Rebellion in Mode gekommen. Der Palast warnt jedoch, dass die Ausübung von Rebellion ohne Spiellizenz illegal ist. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Ihr habt einen Rekord aufgestellt. Leider ist es der Rekord für galoppierende Staatsschulden. Ich bin eigentlich technisch pleite, aber man darf weiterspielen. Ja, bin gespannt, ob wir da nochmal wieder das Ruder rumreißen können. Hier ist jetzt gerade abgeholt worden. Die alten Heilmitteldosis, das wisst ihr auch eh nicht mehr los. Heimische Vermarktung. Naja, noch geben wir nicht auf. Weil wir eine Million Minus haben, ne? Halt. Ich habe hier definitiv. Wollte ich hier zu viel, glaube ich. In unserem neuen Vergnügungsviertel. Ich habe jetzt ein Hotel und ein Motel einmal abgerissen. Hüttendorf, das ist ja eine Wohnstätte. Auch hier würde ich jetzt gerne eine einzelne Stadt. Einkommen gesamt minus 1600. Einkommen letzten Monat minus 74. Besucher gesamt 15. Besucher letzter Monat 0. Es lohnt halt nicht, ne? Aktuell irgendwie. Hier war noch nie einer. Oh, wir sind gerade kurz im Plus, die Leute. Wir haben gerade 79.000 wieder beim Verkauf gekriegt. Gold ist vorhanden. Verwendet Perlen und Gold, um exquisite Schmuckstücke herzustellen. Die Schmuckproduktion wird um 50% erhöht. Das hört sich gut an. Die Überwachungskameras senkt die Qualität um 10 und erhöht die Produktion um 10. Ja, sollen wir machen. Nicht, dass die Leute hier klauen oder so. So, die Textil hatten wir. Jetzt müssen wir mal gucken. 300 Perlen fehlen hier noch. Dann war es das. Dann Schmuck und Öl noch. Vielleicht können wir noch mal gucken, ob wir noch irgendwo ein bisschen mehr Öl fördern können. Öl ist auch bestimmt, lohnt sich doch bestimmt. Plastikfabrik verarbeitet Öl zu Plastik. Starke Umweltverschmutzung. Möbelfabrik, das haben wir noch nicht. Gedanken zu Möbeln. Natürlich auch ganz interessant, denke ich. Dass wir einfach ein paar mehr Produkte noch weiterverarbeiten, weil umso mehr Geld kriegen wir dann, ne? Noch mehr Rum? Ja, stimmt eigentlich. Eigentlich sollte ich auf noch mehr Rum setzen. Verarbeitet Zucker zu Rum. Geringe Umweltverschmutzung. Ja gut, könnten wir eine bauen.
Das machen wir jetzt. Einkommen gesamt, der Produktionswert, der hergestellt worden ist, ist bald 1 Million, ja. Das machen wir echt. Weil rum. Zucker haben wir genug. Ach, bei dem einen wollte ich noch einen Trinkwasserbrunnen bauen. War das denn? Ja, bei Ölfeuer macht aber auch auf jeden Fall Sinn. Ich guck gleich mal, ob wir da irgendwo eine Quelle haben. Ich bin nur gerade in einem Wasserbrunnen. Ich meine, das war bei Dienstleistung. Da ist auch, ne? Das neue Haus hat noch gar keine Versorgung, also könnten wir hier aber noch was hinbauen. Und da wäre auch praktisch, wenn man die Reichweite ein bisschen vergrößern könnte. Achso, die brauchen auch echt eine Versorgung. Na, so ein kleiner Bund kostet ja nicht viel, ne? Den Größen nehmen müssen. Ja, sehr bestimmt wieder ab und an kaputt. Wir gucken mal. So, ich will jetzt aber erstmal Öl und danach überlegen wir wegen Rum. Ich muss auch erstmal dann den Zuckerbestand checken, weil wenn wir dann direkt wieder mehr Zucker brauchen, dann bringt uns das auch nicht so richtig was. So. Hier zapfen wir Öl. Jetzt zapfen wir kein Öl. Da ist auch außerdem noch. Ach, da haben wir jetzt gerade was hingebaut. Wenn ich das Haus vielleicht umlege, dann könnten wir noch ein bisschen Öl zapfen. Hier drüben haben wir aber auch noch genialerweise. Können wir direkt hier anbauen. Zweimal Ölbohrturm, das ist gut. Kommt da jetzt erstmal hin. Gut, play. Guten Abend, moin moin, danke fürs Reinschalten. Also Level da möchte noch ein bisschen rum. So, da war jetzt gerade irgendwie eine Handelsroute fertig. Nickelbaumwolle. Achso, wir sollten ja noch einen Ostblock-Handelsroute-Import-Geschichte machen. Import-Handelsroute mit dem Ostblock. Mit dem Ostblock. Da müssen wir irgendwas importieren. Müssen wir gucken. Nur eine Kleinigkeit. Und vielleicht ein paar Perlen wäre natürlich praktisch. Ja, die haben einen großen Export für die Perlen.
Spielzeug, eine kleine Menge. So recht günstig. Ein paar Autos input. Na, Autos sind teuer, ne? Kosten pro 1000. Und das ist auch Export. Ich muss Import. Das ist eigentlich nur Spielzeug und Uran. Ich kaufe ein bisschen Spielzeug ein. Was ist denn das Atomprogramm überhaupt? Einkaufszentrum. Wir haben noch knapp 2 Jahre Zeit für die Gesundheitsversorgung, aber 10 Punkte noch zu bekommen wird schwierig. Erhöht die Freiheit in der Nähe, sendet Propaganda, die in der Nähe lebende Bürger beeinflusst, besonders effektiv bei Kindern und Pensionären. Inspirierende Werbung muss an der Straße platziert werden, erhöht die Zustimmung jedes vorbeifahrenden Fahrers. Oh, ist ja auch praktisch. Ja, Forschungsstation. Hier ist das Atomprogramm, nicht genug Geld. 35.000 kostet das. 100 Strom. Und 6 schlaue Menschen. Noch haben wir Strom plus. Sind wir im Einsatz hier? Da fliegen wir so ein bisschen Kontrollroute. Hier ist das, die Klinik halt auch noch nicht fertig. Aber gleich. Zu viel Unruhe hier bei uns irgendwie. Soll ich sonst meine Wissenspunkte mal irgendwie... Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Da hat man ordentlich Wissenspunkte gekauft. Oh, das ist aber auch erhöht die Unterhaltskosten aller Industriegebäude um 20, erhöht die Exportpreise um 5.
Ist auch irgendwie fies. Verringert die Unterhaltskosten und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz für alle Gebäude in der Kategorie Unterhaltung. Das ist aber auch Mist irgendwie. Alte Zeit. Dass es nicht alles gibt. Also da weiß man immer gar nicht, was soll man alles nehmen. Wenn man sich das immer so durchliest, ne? Verringert die Effizienz von Unterhaltungsgebäuden um 30%. Erhöht die Effizienz aller anderen Gebäude um 10%. Senkt Sicherheit um 10%. Eigentlich bräuchte ich doch irgendwas mit. Mit Geld. Da weiß ich auch nicht. Einfach mal alles. So. Jets ballern hier links. Und schon wieder. Kommen die denn immer her, diese ganzen? Ja, dank den Kampfjets ist schnell Ruhe, ne? Gut, also mehr Geld mit Öl ist jetzt ein bisschen das Ding für die nächste Zeit. In der Hoffnung, dass wir dann da wieder, ne, besser dastehen. Fracking könnten wir noch machen. Ich muss natürlich jetzt erstmal ein paar Leute arbeiten. Schon Off-Helme angegriffen. Oh, großer Verkauf gerade wieder. Jeder hat Freunde, nicht wahr? Ran, ja, das machen wir eh. Irgendwas müssen wir halt forschen wohl. Arbeitsmodi, was ist denn Arbeitsmodi? Gut, dann würde ich jetzt nochmal Öl-Bohrturm aufbauen hier, weil hier passt ja auch noch einer hin. Die Quelle müssen wir ja gerne leer saugen irgendwie. So, wenn wir die vorhanden da hinten einmal schnell fertig upgraden. Dann wird in Zukunft der hier auch echt immer interessanter werden, denke ich. Ich weiß nicht, warum die hier Spielzeug hinbringen, aber gut, irgendwie. Was? Ja, ständig werden wir angegriffen.
waren sie weg? Meine Flugzeuge haben eine gute Reichweite. Sehr schön. So, wer ist auch schon da? Die Rebellen Tropicos konnten heute einen spontanen Vandalismuswettbewerb für sich entscheiden. Sie besiegten die hiesige Staatsgewalt mit einem Vorsprung von 2 Mauern. Die werden auch keine Chance haben, wir uns keine Sorgen machen. Flugzeuge kommen und Panzer, also das wird schon erledigt. Trotzdem werden wir ständig angegriffen, das nervt. Wir haben eine hohe Zufriedenheitszustimmung, das ist gut. Gesundheitsversorgung, fehlen nur noch 6 Punkte, aber ich kann da nicht mehr richtig viel pushen. Na klar, hier können wir jetzt nochmal volles Budget und nochmal voll upgraden. Das wird nochmal 1-2% bringen für die Leute, die hier wohnen. Aber... gut, sind wir aktuell mit denen, aber müssen wir wieder loben, ne? Mit 51 nur. Dann können wir auch bald um Geld fragen. Wir jetzt 16, wo ich könnte das Atomprogramm endlich mal starten. Dann greifen wir uns vielleicht auch nicht mehr so oft an, ich weiß es nicht. Dann sind wir aber an das Geld, das reicht nicht mal ganz. Das müssen wir mit der nächsten großen Ladung machen. Das Geld ist auch immer super schnell wieder weg. Aber die Yacht nimmt auch langsam Gestalt an, so wie es aussieht. Ja, sehr gut. Schmuck fehlt natürlich, Sonnensprung und Öl, aber das kommt. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Ich überlege jetzt nur gerade, ob wir nochmal abchecken. Das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Gucken wir die nächste Folge nochmal, ob wir dies mit der Gesundheitsversorgung retten können. Wir haben es ja immerhin in der letzten Wahl versprochen, dass wir die Gesundheitsversorgung verbessern. Wir haben es auch schon deutlich verbessert, aber halt noch nicht so wie von den Bürgern gewünscht. Mal schauen, ob wir es schaffen in der nächsten Folge. Bis dann, vielen Dank. Tschüss.